Krass. Der hat auch noch so eine. Dunkel. C. Renn doch, du Sau! Oh, ey, macht ja gar keine Laune mehr. Ich kann das gar nicht nutzen. Ich kann gar nicht nach links. Ah, okay. Das gibt's nicht. Ich kann doch nichts machen, ey. Mann. Alter, wie schnell ist der? Da! Ah! Wie schnell ist der denn mit Schießen, ey? Warum wechselst du jetzt wieder die Waffe? Blesko, du hast doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Oh, Mann. Renn doch, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit dir? Wo ist denn? Ich kann doch nicht, ich kann auf den nicht ziehen, weil die Scheiße nicht rübergeht, ey. Wo ist er denn? Warte mal. Okay, warte mal. Geht das Ding noch ein bisschen runter? Okay,
Renn! Werd immer noch sein. Aber wo ist das andere Ding? Da hinten auf der anderen Seite, ne? Oh, da ist auch einer. So. Was passiert jetzt? Erstmal beobachten das Ganze. So, jetzt geht der nächste Ding runter. So, was bewirkt das jetzt? Oh, das Ding ist jetzt aufgeschlagen. Ganz toll. Und was mache ich jetzt? Er hat immer noch sein Schutzschild. Ich weiß nicht, warum das von. Ich kann damit jetzt auch nicht mehr irgendwo anders hinschießen. Ich habe auch. Warte mal. Warte mal, ich hole mir jetzt erstmal einen Scharfschützen her. Habe ich nicht, okay. Hätte ich jetzt vielleicht gucken können, in welche Richtung oder ob der irgendwo noch so eine scheiß Knarre ist. Irgendwo ist hier, irgendwo muss ja noch was sein. Und ich will aber jetzt nicht drauf gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Er wechselt wieder seine Waffe. Warum auch immer? Blöd, Mann, ey. Nichts mehr. Alter, was ist denn jetzt kaputt? General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. Hat er? Nee, das war. War er da? Nee, das war da. Das war unser Kollege. Alter. Heftig Gerät, ey. Heftig. Gut, okay. Die Holzkisten sind auch wieder alle voll. Ja, da holen wir mal die Knarre raus. Da können wir noch ein bisschen. C. Alter, aber da ist alles drinne. Okay, Granaten sind voll. Okay, schade. Ey, krass, Alter. Der mit seinem fiesen Wemser-Roboter da, ey. So, okay, alles klar. Gleich haben wir das. Das haben wir gleich wieder voll. Warte mal, war der hier auch noch eine Kiste, ne? Oh, la la.
240. Ach, ich dachte, das wäre Rüstung. Weißt du, hier war doch eine Rüstung. Jawohl. 86 fast voll. Ich will jetzt nicht abhauen, bevor ich nicht wieder voll bin. Alter, Typ, ja, ist ja mal heftig, General, ey. Mann. Wissen Sie, wie viele Leute an diesem Projekt? Ja, es darf keinen ultimativen Hansa. Was ist das da? Ach, voll. Also, brauche ich jetzt nicht alles nachgucken, aber ach komm. Wie kann ich das? Da komme ich nicht rein. Oh Mann. Wieso ist das irgendwie gerade? Mechano Totenkopf zu einer seiner liebsten Stücke in seiner Sammlung technischer Meisterwerke zählt General Totenkopf seine persönliche mechanische Kampfeinheit. Sie ist mit 4 Laserkanonen und einer Tesla-Kanone ausgerüstet und das Kraftfeld, das sie umgibt, macht sie nahezu unzerstörbar. Hallo? Gibt's denn irgendwie mal auf so eine Chance für... Geh doch! Du musst ja da irgendwo meine Waffe auch mal aufladen dürfen, oder was? Ja. Jetzt wird's eng. Wo ist er denn? Rennen, Blaskovic, renn! Ich hab doch nicht gesagt, du sollst wieder die scheiß Knarre wechseln. Blasko, verdammt noch mal! Könnt diesen Kerl, der ist manchmal. Oh, lad auf, Mann! Nein! Ich weiß doch nicht, ob ich da jetzt an dem hochspringen muss oder was. Jetzt können wir das Ganze nochmal machen, okay. Jedes Mal nochmal. Noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. Ich erwische Sie.
4 Granaten mitnehmen können. Das ist aber ziemlich wenig. Reicht's, der Typ denn? Ah, nein! Ah. Was will ich denn da? Du sollst da oben hin, Mensch! Günther! Lad auf! Ah, da muss aber immer so und schon. Sie hoffen, dass ich in diesen Flammen ersticke? Wie einfältig Ihr Gehirn doch ist. Das ist eine perfekte Maschine. Feuer macht hier nichts aus. Moment, ich hab doch hier. Ah. Arms. Gute Wahl, Captain Blazkowicz. Das ist ein guter Jahrgang. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niederknien. Ach Gott, dann erledige ich Sie im Stehen.
Jawohl. Und nochmal. Stich zu. Ja. Oh, und Blazkowicz guckt nur zu. Ah, was ein Lauch. Oh, armer Blazkowicz. So ein Scheiß. Wolfenstein. The New Order. Listen, God hears us pray, and I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay, but not for me. There's an answer waiting when the day is done. I believe if you just keep searching, you'll find someone. I believe that you and I just lost our way. And I believe in a beautiful day. Ja, Freunde, das geile YouTube Schwarz. Das war so Wolfenstein New Order. Wir haben das Let's Play endlich durch. Tja, da hat es den lieben BJ ganz schön erwischt. Ja, da sehen wir die Songs. Also schöne Musik. Haben sie sich gut mal was rausgesucht für das Ende. Er hätte ihn jetzt einfach loslassen können, die Handgranate wegschmeißen, aber nö. Das wollte sich Wolfenstein jetzt natürlich nicht geben. Ich hoffe, ihr hattet, ich sag jetzt mal, eine gute Unterhaltung mit mir bei Wolfenstein 1. Ja.
Alter Verwalter. Also da ging es ja richtig schon zur Sache. Das ist ey, mega. Ja, so, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwann mal das Geld zusammenkriege, um für den zweiten Teil halt, ne? Und ja, aber ich habe noch so als ein, zwei andere Sachen, die ich jetzt in Angriff nehmen werde. Und mein Fazit über dieses Spiel jetzt ist einfach, mir hat es mega super gute Laune gemacht. Es ist halt nur blöde wegen den deutschen Richtlinien, dass der zweite Teil halt ja, zensiert ist, ne? Genau wie der erste Teil hier natürlich, klar. Das ist halt typisch armselig Deutschland, dass das halt dann irgendwo andere Länder dürfen spielen, nur wir dann halt nicht. Aber wie man jetzt heutzutage feststellen kann, ist auch dieser Gewalt in Deutschland mehr geworden, statt weniger geworden. Und irgendwann fangen mal an, die Leute sich alle gegenseitig zu wehren. Also ich würde es da nicht wundern, wenn der Schuss von der Frau blöden, dummen Merkel irgendwann noch mal ganz schön sonst wohin geht, weil keiner will die haben. Und ja, aber wer wird dann als Alternative gewählt? Ja. Naja, mir hat das Spiel im Sebermaker super mega viel Spaß gemacht. Ja, ich habe zwischenzeitlich auch mal, nachdem ich das Let's Play jetzt beendet hatte, mir mal Sachen angeguckt, die auf extrem hart sind. Also das ist krasser als krass. Also wir hatten auch jede Menge geile Sachen. Wir hatten auch ein paar emotionale Sachen, viele Filmszenen, die da drin sind, die einfach, die sind einfach Porno. Einfach mega Porno. Ja, so. Ich will jetzt eigentlich nicht mehr großartig viel quatschen und lasse jetzt eigentlich dieses, den Abspann noch ein bisschen weiterlaufen. Man sieht halt, wie viele Leute da mitgespielt haben. An der Grafik, an den Specials. Das ist Wahnsinn. Ziemlich geil gemacht, das Spiel. Ziemlich geil auf jeden Fall. Mega begeistert auf jeden Fall. Es ist zwar jetzt auch schon ein bisschen älter, aber es ist eins der geilen Spiele, die nach mit Metro oder Dead Space, so Action-Adventure mit Shooting, das liegt mir, da habe ich einfach Spaß dran. So. Ich bin nicht einer, der gerne diese Autorennspiele, das ist irgendwo so, nee, das ist hier, auch wenn Sachen irgendwo, wo ich nicht weiterkomme, fange ich sehr schnell an zu ragen, aber das ist bei mir irgendwie, keine Ahnung, ich baue mich da nicht auf oder versuche da logisch zu denken. Ich denke mal, das kann ich nicht. Bin ich einer von denen, der logisch denkt oder sowas. Ich versuche halt so bestmöglichst irgendwie Sachen hinzukriegen und dann, wo ich denke, ja, könnte klappen und nicht. Und mir fallen dann Sachen erst dann an ein, weil, wie auch immer. Keine Ahnung, ob mir meine Mutter damals auf den Kopf fallen lassen hat oder mein Vater mich geprügelt hat, was weiß ich, keine Ahnung. Als Kind weiß man das nicht mehr so. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich nicht der beste Spieler bin, aber die Unterhaltung ist doch eigentlich das Ausschlaggebende daran. Ich bin halt kein Gronkh oder sonst irgendein großer YouTuber. Ich bin Virus Visions. Ja, und als Visions habe ich da meine Version. Und ja. Ich habe vor kurzem erst auch einen Trailer gemacht. Ihr könnt euch den ja mal angucken. Der ist oben. Ist der verlinkt. Oben mit einem Ausrufezeichen. Und ja. Da will ich dann halt alle YouTuber mal unter einem Banner stellen und sagen, pass auf, wir unterstützen uns gegenseitig. Hau da mal eine Playlist von mir, von dir in unter das Kommentar. Ich suche mir raus, ob die Playlist geil oder nicht geil ist. Ich packe dann auf meinem Kanal drauf, wo dass man sagen kann, der Respekt ist da. Guck mal, eine Playlist von mir drauf, der macht schöne Sachen und so weiter. Das ist dann so Respekt unter YouTubern. Also als kleine Leute sollte man gut zusammenhalten. Ja, und ja. Ich lasse euch jetzt mit dem kleinen Abspann noch ein bisschen schwelgen und mit dieser schönen Musik im Hintergrund. Der Machine Games Bethesda. Ja, falls es jetzt nicht gleich schon zu Ende ist. Okay, wahrscheinlich ist es jetzt zu Ende, kann ich jetzt auch beenden. Das ist natürlich dann noch super. Wolfenstein. The New Order.